Herzlich willkommen im YouTube-Kanal von Coffiness. Und heute gucken wir uns mal wieder einen De'Longhi-Kaffeevollautomaten an. Und der hat die wunderbare Seriennummer, das habe ich gar nicht oft geübt, 350-55B. Das B steht aber nur für Black, also dafür, dass er schwarz ist. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil das jetzt mal ein De'Longhi-Vollautomat der mittleren Preisklasse ist. Wir hatten ja letztens schon den De'Longhi Primadonna, der über 1000 Euro kostet. Dann haben wir so ein anderes E-Cam-Gerät mit einer ähnlich komplizierten Seriennummer, ich glaube 22110B. Auch wieder für Black, der 280 Euro kostet. Und den hier habe ich jetzt für 500 Euro gekauft, also der liegt genau dazwischen. Und was man mehr bzw. weniger bekommt für sein Geld, das erkläre ich euch hier mal in dem Video. Bevor wir irgendwas anderes machen, das will ich jetzt mal ein bisschen öfter etablieren hier, will ich mal einen Lautstärkevergleich machen. Das heißt, wir beziehen einfach mal einen Espresso und da drüben habe ich noch einen Philips-Vollautomaten aufgebaut, den Latte Go. Und da werden wir einfach mal vergleichen, wie sich die Mahlwerke so anhören. Und ich werde jetzt einfach hier mal einen Espresso-Bezug anmachen. Und da hört ihr das Mahlwerk. Würde ich sagen, ist jetzt durchschnittlich laut. Dann hört er noch ein bisschen in der Brühgruppe und in der Pumpe arbeiten. Und jetzt fängt der Bezug an. Da merkt man, dass ein bisschen Vibration in der Maschine ist. Und jetzt fängt der Bezug an. Und ja, also das Mahlwerk, würde ich sagen, ist mittellaut. Und jetzt gucken wir einfach mal bei dem Philips-Vollautomaten hier. Da ist die super, die Espresso-Tasse maximal weit weg. Taste. Ja. Ich kann jetzt gar nicht so genau sagen, was lauter ist. Auf jeden Fall ist das bei Philips ein bisschen höher, das Geräusch. Und brummt ein bisschen weniger. Ich glaube, wenn man jetzt in einem anderen Raum wäre, würde man den wahrscheinlich weniger hören. Also sagen wir mal, der Philips Go ist ein bisschen leiser, ist aber auch einfach von der Frequenz ein bisschen unterschiedlich, das Geräusch. Die Maschine hört man dann ein bisschen weniger beim Arbeiten. In einem anderen Video habe ich auch schon die Milchschaumlautstärke verglichen. Da ist dann der De'Longhi-Vollautomat deutlich leiser. Und das bringt mich jetzt eigentlich auch schon so zu dem übrigen Test. Wir werden gleich einfach mal ein Latte Macchiato zubereiten. Und ihr habt hier ein Milchschaumsystem. Das ist halt eigentlich genau das gleiche Milchschaumsystem, was auch bei dem 1000-Euro-Gerät dabei ist. Da habt ihr auch hier in drei verschiedenen Stufen einstellbaren Milchschaum. Das könnt ihr ranklicken, rausklicken. Müsst ihr dann nur gut bei der Reinigung aufpassen. Das sage ich immer wieder, macht das Ding sauber. Und gerade bei dem Milchbehälter füllt nicht oben immer Milch nach, wenn mal ein bisschen weniger drin ist, sondern verbraucht es einmal komplett durch und macht es dann sauber und kippt erst dann Milch nach. Ansonsten habt ihr da irgendwann eine böse Überraschung. Aus hygienischen Gründen ist das alles kein Problem, wenn ihr das wirklich ordentlich sauber macht, aber manchmal vergisst man das oder man ist manchmal faul und das ist dann echt schlecht und das ist aber schade, weil wenn das erstmal so richtig durchgeschimmelt ist, kriegt ihr das auch nicht wieder raus aus dem Gerät. Aber das passiert ja gar nicht, weil ihr ja gut aufpasst. Jetzt stelle ich hier den Milchschaum mal ein in die mittlere Stufe und dann drücke ich einfach mal die Latte Macchiato-Taste und gucke, was passiert. Das habe ich jetzt auch noch gar nicht ausprobiert, das sind komplett Werkseinstellungen. Und jetzt heizt er wahrscheinlich erstmal kurz noch einen Augenblick auf. Die Tassenablagefläche wird sogar ein bisschen warm. Also richtig warm, das ist ganz cool. Und da seht ihr den Milchschaum. Und das ist echt vom Milchschaumbezug richtig gut, schön leise, gleichmäßig, sieht super aus. So macht das dann doch richtig Spaß. Und ihr könnt sogar die Tassen heiß machen, merke ich gerade. Das war bei dem Primadonna auch schon ganz schön gut. Okay, damit es in der Tasse gut aussieht, hätte ich es jetzt nochmal so einstellen müssen, dass ein bisschen mehr rauskommt. Aber wir wollen uns jetzt aber nochmal anschauen, wie die Werkseinstellungen so funktionieren. Und jetzt kriegen wir noch ein bisschen Espresso rauf. Die Hersteller gehen eher von kleineren Gläsern aus. Das ist eigentlich immer so. Ich glaube, das ist aber auch einfach so eine Sicherheitsgeschichte, weil wenn Leute nicht drüber nachdenken, wollen sie erstmal sicherstellen, dass das Glas nicht überläuft. Und später kann man das noch ganz einfach dann personalisieren und einfach in den Mengen einstellen, in denen man das haben möchte. Und jo, also der ist auf jeden Fall auch ziemlich heiß.
und hat so diese typische Latte Macchiato-Schichtung, die man haben will. Mir ist es noch ein bisschen heiß. Ich bin immer eher so, ich trinke das immer eher ein bisschen kälter. Gefällt mir jetzt alles ganz gut. Was mich an dem Gerät echt gestört hat, als ich den ausgepackt habe, hat er unglaublich noch nach Kunststoff gerochen. Habe ich besonders gründlich alle Teile ausgespült. Das mache ich sowieso bei jedem Vollautomaten. Also es ist schon krass, dass es bei dem einfach so stark ist, auch noch deutlich mehr als bei anderen Herstellern. Und das ist was, was weggeht mit der Zeit. Wenn ihr das zwei, dreimal ausgespült habt, dann riecht man das nicht mehr. Aber irgendwie ist das so schon mal kein so schönes Gefühl beim Auspacken, wenn man so diesen krassen Kunststoffgeruch hat. Insgesamt ist das ein Gerät, das den anderen De'Longhi-Geräten sehr ähnlich ist. Bei der Mahlgrad-Einstellung habt ihr 7 Mahlgrade, die könnt ihr gut einstellen. Da kann es bei dem Feinsten manchmal zu Schwierigkeiten kommen, dass der die Kaffeebohnen nicht mehr greift. Dann müsst ihr das ein bisschen gerüberstellen. Die Getränke sind einfach zu kalibrieren. Und eigentlich ist das genauso wie bei den günstigsten E-Cam-Modellen. Und dass ihr hier ein Display habt, über das ihr die Einstellung noch mal ein bisschen kontrollieren könnt. Von der Brühgruppe ist das auch genau gleich. Das ist aber auch kein Unterschied zu dem 1000-Euro-Gerät. Das Schöne ist halt, dass ihr hier das Milchschaumsystem vom 1000-Euro-Gerät habt, beim 500-Euro-Gerät. Das ist dann der große Vorteil. Dafür habt ihr hier natürlich auch Kunststoff, wie bei den günstigen Geräten. Das ist halt ein ganz guter Kompromiss. Muss halt überlegen, was ist mir wichtig? Will ich irgendwie eine App haben? Will ich ein riesiges Farbdisplay haben? Oder reicht mir das so von der Funktionalität? Oder sage ich, na gut, dann gebe ich nochmal 200 Euro weniger aus, habe dann kein Display und muss meinen Milchschaum händisch machen mit so einer Steaming Lens. Das ist ja bei den 300-Euro-Geräten meistens der Fall, dass kein automatisches Milchschaumsystem dabei ist. Alles, worauf es ankommt, macht das Gerät ganz gut. Ist gut zu reinigen, macht ordentlichen Milchschaum, macht guten Espresso und ist auch sehr schön und flexibel einstellbar. Der Kunststoffgeruch, der nervt echt, geht aber nach einer Zeit weg. Ihr überlegt euch jetzt einfach, was ist euch mehr oder weniger Geld wert. Guckt euch am besten nochmal die anderen Videos an. Unter diesem Video verlinke ich euch nochmal den Testbericht zum günstigsten Modell und zur Primadonna auch. Dann könnt ihr euch das nochmal im Vergleich genau angucken. Wir machen da bestimmt auch noch mehr Vergleichsvideos. Insgesamt auf jeden Fall für 500 Euro ein ordentlicher Kaffeevollautomat, den ich empfehlen kann. Und ich freue mich immer, wenn ihr die Videos liked und ich freue mich noch mehr, wenn ihr den Kanal abonniert und bis zum nächsten Mal.